Hallo Leute, herzlich willkommen, sterbendes Licht, dass das noch immer nicht tot ist, wundert mich, ja. Freddy und ich. Servus, wir sind da und die sind kippen oder so. Also. Oh ja. Sehr wie cool, also sieht aus wie einfach... Das ist ein zweidimensionales. Ja, einfach PNG so im Boden mit einer kleinen Umrandung gefühlt und mit einem Schlagschatten. Sieht weird aus. Den Schlagschatten sehe ich nicht mal, aber den Umrandung sehe ich. Also die Umrandung sieht so ein bisschen nach Schlagschatten aus, weil die einer Seite ein bisschen dicker ist immer. Ach, jetzt wo du sagst, stimmt. Vielleicht ist es ein Schlagschatten. Ja, wir dachten, dass wir hier hoch müssen. Müssen wir anscheinend gar nicht. Also gehen wir wieder runter. Das sah auf der Karte so aus, als müssten wir hier hoch, aber anscheinend möchte das Spiel das gar nicht. Wahrscheinlich ist Kalik da einfach unten, weil wir müssen mit Kalik reden. Ja. Wer auch mal Kalik ist. Kalik. Na, ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Irgendwer war das. Er ist hier. Ah. Hey. Hi, Kalik. So you on the bulletin board? You're a runner. Excellent. Nice mustachio. That idiot Dawood sat on my glasses in the canteen and I'm blind as a bat. How can I help Alfie if I can't see anything? The backup pair at my place. It's not far away. It's, you know, I can't get there myself. You need anything else while I'm there? Oh my god, you'll do this for me? Thank you. Oh. And one more thing. See, we're going to start a vegetable garden on the roof, you know, so we can maybe not starve to death. But nobody here really knows how to do it. On my birthday, I got a book on gardening. I never read it. It's growing vegetables for dum-dums or something like that. It Richtig. Should be on a bookcase, but you know, you might have to look around for it. Okay, machen wir. So, und mein Energy ist jetzt auch leer. Wichtig. Ja. Würde ich sagen, runter und erstmal die Nebenquest machen, bevor wir die Hauptquest machen. Ja, immer gut. Wo ist sein fucking Haus? Okay, ist gar nicht so weit weg. Also ich muss sagen, also vom Feeling her ist die Map echt klein und man muss echt nicht weit reisen für alles. Also es ist einerseits positiv, dass man halt nicht stundenlang irgendeinen Quatsch machen muss. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Das ist ja ein bisschen klein halt dann, ne? Ja. Sehe ich schon. Aber es gibt ja anscheinend eine zweite Karte, die wir immer freischalten. Ich weiß aber nicht, ob die so groß ist. Ja, wahrscheinlich nicht, aber dann sind es schon mal zwei kleine Karten, schon mal besser als eine kleine Karte. Also ich meinte jetzt eher damit so im Verhältnis, könnte sein, dass das hier die große Karte ist und die anderen dann noch kleiner, weißt du? Ja, stimmt auch. Aber immer noch besser als eine kleine Karte. So. War. Ein bisschen freegerunnt. Versuche auch gerade zu freerunnen, aber ich fehle. Alle haben hier ein Diploma und zwar alle das gleiche. Kein Kind im Schrank diesmal, aber ein Dietrich. Und ein Stromkabel. Ach, Kind, stimmt. Ach, da ja, ja. Aber mittlerweile weiß ich jetzt auch dank dir, dass man Schränke aufmachen kann. Zumindest manche. Das habe ich hier vorher gemerkt. Vielleicht hat er sein Kind auch einfach im Keller. Stimmt, da war ich noch nicht drin. Hier ist eine Kiste. Weiß man auch nicht, ob man will. Ich springe auch einfach hier in den Raum rein, ohne zu gucken, ob irgendwas ist und gehe direkt das erste looten. Also ich könnte ein Zombie sein, jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich habe jetzt auch noch nichts mitbekommen. Bookcase, he said. Okay. Schnur! Ah, hier ging das für Bücher, also ich kann hier einfach Bücher aufheben. Okay, das ist das, was er haben will, glaube ich. Ja, das ist der One. Hab ich ihm alle mit. Heiße Hintern. Heldkopfmasken des Gewässers. Was zum Very 2013, okay. Oh, hier ist eine Zombie-Figur. Evil Massacre. Nice. So viel Schnur. Nur will ich das mal ein Buch. Schnur! Wet Dream, the first romance novel for plumbers, good god. What the fuck? Was sind das für Bücher? Da ist noch eins. Oh, das ist Alkohol. Okay. Ganz viele lustige Bücher gefunden. Ach, und die Brille sollten wir auch suchen, hat er gesagt. Ah ja, wo? Die Brille. Er hat es, glaube ich, gesagt, aber ich habe es mir nicht merken können und ich habe meine Brille auch nicht auf, also sehe ich nichts. Das ist meine Ausrede. Ah, da, halten versuchen, vielleicht da drin, ja. Okay, war hier eine extra Tasche, die ich vorher nicht gesehen habe. Dann machen wir mal die Tür auf, dass die Zombies hier auch reingehen können und damit er auch hier neue Bewohner in seinem Haus hat. Da kann er wieder von den Zombies verlangen.
Entwürfe. Wurfsterne. Ich mache mir jetzt erstmal 3x8 Wurfsterne, Alter. Hier ist der Kopf entfernt. Kurz mal ein bisschen weggetreten. So. Hallo. Ich bin Mauda. Hallo. Ich hoffe, wir können ihm alle seine Bücher geben und nicht nur seine. Ich hoffe auch. Hat er was zu tun? Was ist das gerade für ein Geräusch? Das wäre irgendwie so ein Ding gespawnt, aber hier ist ja nichts. Hallo Kalik. Kalik. And all books. Lord, my glasses are filthy. What have you been doing with them? Das, wo glaubst du, dass ich sie gestort habe? Im Popo. Richtig. So, jetzt gelevelt. Immer noch nicht? Doch, neuer Lebensrang. Pistol für den Fütter Wut. Moment, achso, der hat noch was für uns gehabt, ne? Ja. Oh, der gibt Geld. Ein Taui. Ehre. Duftkräuter haben wir als nächstes noch. Überlebensrang. Was gibt's hier? The fuck? Rollentausch? Das ist, glaube ich, so eine Dauerquest? Einmal aktiviert, wird hier schnell nach schnell reinmelden. Okay, können wir das abbrechen? Ich wollte das eigentlich nämlich nicht machen. Okay, da müssen wir. Das ist Jaffa. Machen wir das. Wo finden wir denn fucking Lavendel? Ist denn hier auf der Karte markiert? Okay, es ist im Wasser. Es ist auf der Karte markiert. Ich bin dafür blöd gewesen. Ah, sehr gut. Schnellreise gab es ja nicht, ne? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht sicher. Also, ich habe ja geguckt, wie gab es Schnellreise erst, nachdem er in der zweiten Map war. Wahrscheinlich einfach nur zwischen den Maps hin und her und nicht auf den Maps. Ja, das kann gut sein. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder darüber. Sonst haben wir, genau, ich habe einen Skillpunkt über Lebensrang hier. Genau, dann habe ich bei mir schon eingesetzt. Selbstschutz. Lernen Sie mein Schild her, schon in den Kampf einsetzen. Okay, das ist ganz cool. Elektrozahnfall, dann ist es nämlich irgendwie gar nicht. Vier verschiedene Arten von Granaten, das ist natürlich auch cool. Arten von Granaten. Ja. Eloquent. Falschen Sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Ja, ich kaufe sowieso so viel ein. Aufputschmittel. Mehr Schärfe, so länger durchhalten. Nachts besser sehen. Es ist ganz cool, aber irgendwie sehe ich den Schild gerade am meisten. Okay. Beim Quartiermeister? Krieg ich ein Schild. Okay. Ist. Ja, der ist, glaube ich, ganz gut. Sie haben gelernt, Schild herzustellen. Fertigkeit? Ne, Entwürfe. Schild. Kann ich machen. Ich hab ein Schild. Mach? Ne, so. Ich mache noch ein Schild. Gibt Schusswaffe. Haben wir eine? Ah, ich habe ein Schild ausgerüstet. Upsi. Ich habe versucht, den hier zu überreden, aber er hat sich dann stattdessen einfach vor mich gestellt und angefangen, die Wand anzugucken. Unhöflich von ihm. Ja. Dann habe ich mal gesagt. Ah, okay. Oh. Was das so Schönes an der Wand ist. Ich habe so ein Schild jetzt. Ich hab's gesehen. Du darfst den auch haben. Nein, du hast nicht geskillt, ne? Genau, ich habe explizit nicht das Schild geskillt. Weil es scheiße ist? Nee, weil, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, ich nehme mal Granaten. Okay, Granaten sind nice. Vor allen Dingen Blutengranaten. Kann ich jetzt bauen. Paket ist links. Ist das weit weg? Ich hätte gerne so eine Schnellübersicht, wie weit es einfach weg ist. Okay, ist nicht so weit. Und wie weit ist es weg? Das ist recht nah. Ja. Wurde gerade schon mal geschlagen. Fucking Zombies. Okay, also das Schild ist irgendwie kommt. Also man kann aber Angriff aufhalten, ja. Aber irgendwie ist das trotzdem zum Kotzen. Oh, okay, gut, dann skill ich das vielleicht gar nicht erst. Oder wenn dann erst am Ende oder so. Also ich habe halt eine Salve geblockt und ich dachte, der Kampf ist jetzt vorbei mit dem Infizierten und dann haut mir nochmal in die Fresse. Richtiger Hurensohn. Ja. Okay, ich hab's irgendwie näher erwartet, muss ich sagen. Ist doch ein bisschen weiter weg jetzt. Ich hab's auch näher erwartet, aber ich bin schon da und sonst niemand da. Ja, hier war das Paket eben gerade auch. Also hier hatten wir gerade, dass die beiden Leutchen da waren. Die drei Leutchen da waren, wovon der eine einfach abgehauen ist. Dem Huren. Achievement halt, bergen sie 15 Hilfegüterpakete. Also ich glaube, ihr wollt das machen. Oh, damn. Der hat mir erstmal direkt das Gesicht entfernt. Oh ja, nee, das Gesicht, Digga. Okay, vielleicht ein ganzes Schädel. Ja.
Ah, den braucht er ja auch nicht mehr. Sie haben Schädelweh, Clusterkopfschmerzen, Migräne. Es gibt einen einzigen Weg, der Ihnen hilft. Entfernung? Entfernung. Au. Und wieder die Beine gebrochen mal wieder. Und ich wurde angespuckt von irgendwas Giftigen. Ehre. Opa. Hier ist wieder der Außenpost. Hier war doch auch, dass die Leute von Rais hier waren, oder nicht? Wer zur Hölle bist du? Das könnte sein. Warum ist hier ein fucking Händler? Prinzipsache? Oh, hat Mull, kaufe ich mal. Oh ja, gib Mull. Aber, war, also erstmal legit, warum ist der hier? Also, der war doch vorher nicht hier. Boah, keine Ahnung. Nee. Die werden schon wissen, was sie hier machen. Ja, sehe ich genauso. Ich parkour schon mal zum Zielpunkt. Hast du das der Karte eigentlich auch? Nein. Momentan, also in der, auf der Minimap wird er nicht angezeigt. Aber auf das der ist Karte ein blauer Punkt. Ein blauer Punkt. Das ist ein blauer Map-Marker. Ein blauer! Oh, ich hab nach Orange gesucht. Ich bin dumm. Also wir haben keinen Missionsmarker, wir haben einfach den Map-Marker nicht gesetzt, weil da halt der Lavendel ist. Ah. Und da müssen wir halt hin. Aber den hast du, ne? Den habe ich. Oh, da war ein Angry. Boy. Einer von den dicken Angries oder einer von den Infizierten? Ich glaube einer von den dicken, so wie das klang. Das war nämlich so ein... Nee, okay, ich kann mich nicht hochcheaten, schade. Ah, bedingt, ich kann mich hier lang cheaten. Okay. Bitch. Kann der Zombies aufstehen? Nein, dann liegt Schäfer raus. Ah, da immer noch. Okay. Gibt's immer noch. Er hat kein Interesse daran, bleiben zu sterben, wie es scheint. Jetzt zum Glück schon. Meine Güte, hat echt lange gedauert. Ich möchte die Kiste hier schnell holen, nur. Hm. Oh, da liegt der Kopf daneben. In Stücken. Ja. Besser ist es für den Kopf. Ja. Also die Animation haben sie auch sparen können. Ein erstklassiger Besserschläger. Ja. Ehre. Kann ich irgendwas droppen? Das ist so wenig eigentlich. Zerlegen wir das? Legen wir das. Oh, au, das war ganz viel falsch, dass ich so ein bisschen runtergerutscht bin. Nicht so cool, Spiel. Ja, nicht so cool. Passiert. Lavendel ist lila. Wo finden wir lila Pflänzchen? Da gibt es noch andersfarbigen Lavendel? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es erst recht nicht. Ich weiß gar nichts. Wer sind sie? Wo bin ich? Wir sind im Lavendelgebiet, glaube ich. Aha. Da links ist irgendwie das Boot in den DLC. Bringen Sie den Unhold? Nein. Okay. Okay, hier sind Unterwasseralgen, die brauchen wir nicht. Aber ich sehe es viermal Lavendel auf der Karte. Ich hoffe, ist das nicht wirklich viermal Lavendel, sondern nur, dass das halt so die vier Bereiche. Laut Geräusche ziehen gefährlich. Hast du irgendwas Lautes gemacht? Weil ich habe nämlich nichts gemacht. Ich habe vielleicht gerade einen Zombie mit Gasflasche in die Luft gejagt. Ah, okay. Dafür bin ich zu weit weg, um das zu hören. Ich war kurz verwirrt, weil ich habe eigentlich nichts getan. Ja, und das bin ich meistens. Ich habe eine Sicherheitszone gefunden. Oh. Mit stark bewaffneten Menschen. Hm. Was? Warum sind die hier alle? Ende. Ich verstehe es nicht. Hier sind ja noch mal von den Leuten. Neben dem Floß. Cool. Daraus. Ah, ein Nagelbrett. Okay, ja, gut. Hm. Future of Guardian. Okay, und dann sind da, glaube ich, unsere Türme abgebildet. Hm. Ah. Sicherheitszone verlassen. Okay. Ich schwimme mal mit. Da ist ein Sofa. Können wir entspannt hier auf den Außenposten gucken. Okay. Nice, ich hab's geschafft, im Wasser so zu springen, dass ich, Lavendel. Fuck, wo ist Freddy hin? Ich bin hier aufgeklettert. Ich bin vor dir. Ich war gerade kurz aus dem Call raus. Okay, bei mir nicht. Das... Ist bei mir, interessanter. Bei mir ist nichts passiert, also weder bei mir noch bei dir. Hier, drei Lavendel habe ich jetzt schon. Das sind relativ klein, die Pflanzen kannst du bestimmt sehen, oder? Ich habe... Oh, das kann sogar sein. Ich habe vorhin auch schon auf den Boden gehuckt und da gesehen, oh, Lavendel, wollte F drücken und dann warst du aber schneller. RIP.
Komm ich da rüber? Oh ja, das ist knapp gewesen, aber ich hab's geschafft. Dass ich fall runter und sterbe. Das habe ich jetzt auch gerade erst gedacht. Okay, Lavin wird nicht markiert mit Q. Schade. Aber wir brauchen nur noch zweimal. Ich glaube, das sollten wir hier finden. Ja. Können wir uns auf das Sofa setzen? Oh, beim Sofa ist noch ein Lavendel-Ära. Oh. Oh, hier ist eine Statue und noch eine Zombie-Figur. Ich habe bisher noch keinen Lavendel gefunden. Ich habe schon alles fertig. Ja, komm mal kurz her. Perfekt. Hier waren tatsächlich noch die letzten zwei, die ich gebraucht habe. Hier auf dem Sofa steht noch was. Und hier sind noch Spritzen, falls du noch ein bisschen was brauchst. Könnte irgendwas Wichtiges sein. Oh ja, ja. Das könnte in der Tat wichtig sein. Bringen Sie Toiga den Lavendel. Wo ist Toiga? Toiga ist natürlich am Turm. Oh. Toiga. Wir können natürlich nicht porten. Was bist du? Da hinten ist ein GAI. Warum ist da hinten ein GAI-Paket? Das ist am Arsch der Welt. Ja. Das ist ganz schön auf der Karte. Warum wird es so markiert? Ja. Gibt es denn was Interessantes eigentlich? Weil man ist ja nicht so auf diesen Inseln hier. Können wir kurz gucken noch. Ja, ich brenne. Sieht nicht so spannend aus. Irgendwie nicht so, ne? Ja, ne. Nicht so wirklich viel. Okay, und da ist wahrscheinlich, einfach die Map-Abgrenzung da vorne. Würde ich jetzt auch mal grob schätzen. Können wir unter Wasseralgen mitnehmen, wenn wir die klauen können. Kann ich euch klauen, unter Wasseralgen? Anscheinend nicht. Schade. Also unter Wasseralgen ja, aber nicht die hier auf jeden Fall. Ich habe auch keine Ahnung, wie die aussehen. Hast mir Beine gebrochen. Das ist semi-optimal. Das will alles hier nichts haben. Hier hoch bitte, Dankespiel. Da vorne steht irgendwas. Warte, wie kann man noch markieren? So? Nee, keine Ahnung. Ah, ich sehe es da liegt irgendwas Orangenes da auf dem Felsen da drauf, ne? Das ist aus eine Blume. Ich glaube, das ist eine Blume. Was? Blume. Muss er von oben da runterfallen vielleicht? Vielleicht, ja. Kann sich zum Glück gut hochcheaten. Ja, irgendwie kann ich das irgendwas machen, aber jetzt nicht mehr. Ach, jetzt geht's wieder. Ah. So, wo ist die Blume? Da ist die Blume. Das sind zwei Blume. Toxische Flechte. Oh, geil. Toxische Flechte. Wahrscheinlich dann für welche Giftmods, denke ich mal. Ja, halte ich auch für durchaus vorstellbar. Okay, hier habe ich aber tatsächlich ein bisschen Probleme hochzukommen, muss ich sagen. Okay, ein bisschen weiter links geht. Entspannt. Dann können wir jetzt wieder direkt zurücklaufen. Fluoreszierende Pilze. Joink, joink, joink. Die rosanen, lilanen Pilze da auf dem Boden. Die nehme ich auch alle mit. Hier, hier ist übrigens Lavendel, also den kannst du nicht aufheben, aber so sieht der aus. Ja, ja, das ist Tatsache. Das ist sehr realitätsnah. Sieht aus wie Lavendel, kann man sagen. Ja, dann kann man schon hier fast behaupten. Super. Jetzt keine Ahnung, wo ich übrigens lang gehe. Auf Steinen. Ja, so bin ich auch noch mitgekommen. Oh, das war glaube ich knapp. Okay, das geht nicht. Sie okay, das Schild hält doch nicht so lange, merke ich gerade. Der ist jetzt schon viertel kaputt. Ich habe nämlich einmal benutzt. Ja, vier Angriffe blocken und dann neuen Schild bauen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sinnigen Schild. Hier sowieso noch Pilz, falls du so möchtest. Ich direkt gesagt. Genommen, danke. Okay, das interessiert mich jetzt, ob ich mich hier reinglitschen kann. Was heißt glitschen, ob ich hier mich reinpacken kann, dann komme ich nie wieder raus. Ja, das klingt gut. Okay, man kann wieder wegtauchen. Ah. Man kann auch wieder rüberklettern, das ist also kein Problem. Okay. Dann würde ich aber trotzdem mal durchtauchen wollen, weil ich will wissen, wo es hinführt. Ich tauche mit. Sieht sehr grün-gelblich aus. Oh, eine Höhle. Hölle. Ein Hölle. Hä? Bin ich gerade auf deinen Kopf? The fuck? Vielleicht. Ja, ist entspannt hier. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Da ist noch ein kleiner Kriechgang. Ah. Ich guck mal, ob ich noch was anderes finde. Ich drück mal Q. Sag mir Q irgendwas. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste.
Es ihr Schicksal, eine Legende zu werden und kräftig zu plündern. Was? Hä? Hast du es auch? Ich glaube, wir haben ein Osterei gefunden, eventuell. Bist du durch den Kriechgang schon gegangen? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin hinter dir. Da sind zwei Zombies. Okay, mein Dietrich ist abgebrochen, weil ich mich gerade ein bisschen beeilt habe, weil ich dachte, da kommen gleich vielleicht Zombies an. Okay, da. Okay, Gong. Das, oh, da kommen noch mehr. Ja, hoch, wo kommen die her? Was ist in der Kiste drin? Was ist noch eine Statue? Ein Brecheisen. Ein einfaches Beil. Ah, Statue. Lag da auf dem Boden noch. Ja, die habe ich auch gesammelt. Die wollte ich gerade noch melden. Au. Down now? Lebt immer noch. Ich glaube, ich komme ganz Zombies raus. Ein bisschen doof. Hm. Da würde ich sagen, gehen wir auf den Krieg. Die kommen ja aus dem Boden rausgeklettert. Bäh. Böse Zombies. Ja. Hallo Fischies. Fischies. Le. Erstmal wegmampfen, die kleinen Mistviecher. Ah. Oh. Kleiner Nomm im Wasser und dann sind sie weg. Ja, doch, so einfach mal vorbeischwimmen, ein, zwei Snacken, so Nom Crunch, doch, das fühle ich. Ja. Einfach tasty. Mm. Okay, ist nochmal eine Voraussetzung. Ist ja auch nur Sushi, anders. Ja. Stromkabel, Gaffe. Hm. Sprühdose und Kaffee. Cover. Hier ist sonst nichts weiter. Hm. Und hier ist anscheinend auch nichts. Ah, doch, hier kann ich mich hoch. Also, okay, man soll hier hochklettern, glaube ich. Anscheinend. So eine Tasche. Oh. Und hier können wir jetzt, glaube ich, wieder zurück in den Raum, wo wir gerade waren. Das sieht so aus. Das stimmt. Bonk. Ich liebe den Jumpkick. Ich liebe den Dropkick. Ja, den meinte ich auch. Achso. Reparieren wir mal den ganzen Quatsch. Opa. Ich glaube, die Zombies können ertrinken. Weil ich habe den einen hier gedropkickt und der ist nicht wieder aufgestanden. Also soll ich das vielleicht abhauen, weil die irgendwie anscheinend dauerhaft spawnen. Hm? Oh, ja. Aber dann haben wir schon mal das hier gemacht. Ja, das Osterei haben wir entdeckt. Vielleicht haben wir auch schon ein bisschen Sequence gebreakt, wer weiß das. Ja, vielleicht. Das Easter Egg verstehe ich aber nicht so richtig. Weil wieso bugge ich des Todes? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Aber komisches Easter Egg, ich weiß nicht, worauf das eine Anspielung sein sollte, oder? So. Ja, ist ja auch schon ein älteres Spiel. Vielleicht ist die Anspielung schon lange nicht mehr relevant. Hm. Natürlich sein, aber so in der Regel sind ja irgendwie so Sequels sowas, was man aus der Popkultur aus der Zeit halt kennt. Oh, wieder wahr. Und wir kommen ja aus der Zeit. Ja, aber es kann ja auch irgendwas sein, was sehr schnell wieder abgefallen ist und wir deswegen vergessen haben. Man merkt sich ja nur die relevanten Sachen aus der Popkultur, die tatsächlich auch groß genug, gut genug waren, dass sie im Gedächtnis geblieben sind. Mhm. Es gehen immer ein paar verloren. Oh, Zigaretten. Alter, noch ein paar mehr Sprühdosen, Alter, ne? Mein Güte, Zombie. Hm? Der wollte mich hier gerade töten. Ah! Oh. Dann überleben wir. Ich glaube, Gott steht dir nicht bei, Homie. Gott left the chat. Wow, $114. Hm. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, mein Freund. Kannst du das Geld bei ihm abholen und dann. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Unten einfach, also greif von unten reingehen.
Oh. Und ohne so Tür. Und also ich war auch zuerst oben, habe ich gemerkt, ich war schon hochklappt Vordach, sag ich mal. Ach, und dann waren hier. Die davon in der Höhe. Hallo holen, ein Baklava. Metallteile, Schnur, Stromkabel. Und weggenommst. Kühlschrank könnte noch ein bisschen Essen sein, kannst du noch ein bisschen heilen. Chalwa. Blätt. Müsli-Riegel, Schnur. So, wo ist die Ho? Der ist hinten und dann oben. Also hinten einfach durch das Erdgeschoss und dann geht da so ein Treppe hoch in den ersten Stock und weißt du es dann schon. Gadi. Da ist noch ein Zombie-Leiche. Hallo, danke für Geld. Im Grunde also bei der Menge danke für nichts. Ja. Und du bist jetzt schon wieder am Ziel. Quasi, ja. Okay, der habe ich noch. Ah, 4200 ist ein bisschen was, mein. 4200 was? Hä? 4200 was? Geld. Das ist nice. Hat er es gerade gegeben? Nee, das habe ich insgesamt. Ach so. Du wahrscheinlich schon so 15.000 oder so. Wie in Todinsel. Fast, ich habe 12.500. It was supposed to be a joke, not the truth. Ich habe halt noch kein Geld für Waffencrafting ausgegeben. Da sind gerade Zombies vor mir gespawnt. Also legit neben mir. Also ich war in den Zombies quasi drin und dann sind sie gespawnt. Ein mäßig gutes Spawn-System, muss ich sagen. Ja. Au. Wo ist denn Toiga? Da können wir reingehen? Natürlich nicht. Das ist auch der andere Turm. Aber da kann man auch nicht in Türen reingehen. Das ist ein bisschen schade, dass es halt so Türen gibt, wo du halt F drücken kannst, aber dann macht da halt, also passiert da halt nichts. Warum macht man den überhaupt? Um uns zu verarschen. Das ist ja unhöflich von denen. Duftkräuter. Toiga ist der Typ, der gesagt hat, wir sollen das schwarze Brett gucken. Also der Lügner, weil es gar kein schwarzes Brett gibt. Ah, der Wichser. Soll ich schon mit ihm sprechen oder soll ich warten, bis du da bist? Hä? Soll ich warten, bis du da bist oder soll ich schon mit ihm sprechen? Du kannst doch schon ruhig mit ihm sprechen. Achso, okay, du musst sowieso da sein dafür. Kannst du wahrscheinlich porten oder so. Jupp. Badink, das habe ich nämlich auch gedacht. Oh, I can smell it already. This is really going to raise our quality of life. Okay. Not as much as killing all the zombies would, but it's a start. It's a start. Oh. 10k. Ne, 1k, nicht 10k. Ja, 1k. Prämien. Okay. How's it going, buddy? Begeben Sie sich zu den... Na, Moment mal. Sammeln... Achso, nee. Prämienauswahl. Gejagter Outfit. Sammeln Sie 50 Requirierungspakete. Was ist das? Keine, ich mach das einfach mal an. Vielleicht schaffen wir es, ja. Also Requirierungspakete könnte ich vielleicht denken, dass das diese, eher GIA-Pakete sind. Aber wenn nicht, dann halt nicht, dann machen wir es halt nicht. So Familien Outshot können wir nicht machen. Wir haben ja noch keine Schusswaffe bisher. Das heißt, Pakt mit Reis, wir müssen Jafar überreden. Aber erstmal zum Quartiermeister nachgehen. Ich jetzt das erste Mal hier ins Inventar. Gut, ich habe hier ein paar Sachen. Aber was habe ich jetzt hier von denen? Was haben die? Der hier. Oh, heilige Scheiße, hat der Schaden. Ach du Scheiße, habe ich mir da ein Monstrum gebaut. Wichtig. Ja. Das hat 99 Schaden. Ehre. Wenn ich eine Waffe habe, die kaputt ist, nicht mehr repariert werden kann, kann ich die eigentlich zerlegen, oder? Ja, habe ich auch schon gemacht. Okay, weil hab ich habe verkauft, habe ich schon zerlegt. Ich habe eine orange Waffe und ist halt schade, dass die schon kaputt ist. Ja. Auswählen. Wo kann und was ich machst du jetzt, während ich hier im Weg stehe? Guckt er mir vorbei. Aber macht ansonsten nichts. Ja. Dann können wir schon mal nach oder zu Jafar gehen. Kratze also ich mich kurz im Ohr, der düst einfach los. Beziehungsweise eigentlich gucken wir auf die Zeit und sehen, dass der Part gleich vorbei ist. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht so viel Sinn, um Lust zu laufen. Ein Zombie zum hier schnell kaputt prügeln gibt es auch nicht. Dass wir noch wie 30 Sekunden strecken könnten, damit wir auf die 30 Minuten kommen, sehe ich gerade nicht, dass wir noch was anderes machen können. Wir können uns selbst entzünden auf den Autos. Aua, das funktioniert. Was ist das für ein Auto? Lada? Also ich jetzt auch so spontan gesagt, so Lada-mäßig, wir sind ja weit weg von Russland und so. Eigentlich schon. Das sieht irgendwie aus wie ein Ford-Transporter, würde ich sagen. Das ist auch ein schlechter Ford-Transporter. Ford Transit.
Beziehungsweise ein Führer-Transoir wahrscheinlich dann halt. Aber dann gucken wir auf die Uhr und würde ich sagen, dass da noch ein Zombie kommt. Natürlich, jetzt kommt ja noch einer. Jetzt kommt eine Menge da hinten. Das ist semi-cool. Alter. Bonk. Ja, er brennt. Dumm Kopf. Lass ein paar Hände entfernen, so musst du es. Aui! Opa, ich hoffe, die hat das nicht geplant, aber hey. Bonk, bonk. So. Bonk, 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 so. Dich habe ich schon, du brennst, kann ich trotzdem looten? Ja, aber macht Aua. Kannst du, tut aber weh. Aua. Jetzt haben wir schon ein weniger. Au. Oh. Arme entfernen. Also ein Fuß immer weniger. Tatsache. Dann würde ich jetzt aber sagen, reicht das für diesen Part? Ich habe es geplant. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.